Ach, zwei kann ja, mein Schild ab. Ich, oder? Nee, also ich hab nicht. Jetzt zieh zwei kann ich ab. Nee, weißt du warum? Ich feuer mal ein bisschen schweres Geschütz auf ihn. Ab, ouch. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Der macht jetzt zwei Schüssen, den er aber angreift, Schrott. Oh, raus. Wo ist er? Da. Da bist du. Au, 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 fast tot, fast tot. Raketen, tot. Position auf ihn ab. Honigbällchen, wo bist du? Da. Danke sehr. Och, geh weg, Junge, du nervst. Aber gibt's Geld. Braves Viech. Wo ist das Viech drauf? Wo ist das Kackding? Ach, da ist das Kackding wieder. Ups, hab ich getroffen. Ich sehe nicht, ob ich ihn treffe, leider. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich treffe. Oh oh. Aber ich versuche so ein bisschen auf ihn drauf, weil das wird mir mehr Schaden, als wenn der Schrott findet, glaube ich. Scheiße, wo bin ich? Leute? Hilfe? Ja, ich versuch's gerade. Au, au, au. 8 Leben, 8 Leben, 8 Leben, 10 Leben, 11 Leben. Lass dich mal an. Komm schon, was ist los mit dir? Steh auf! Ich teile mir nicht genug, damit ich dir den ganzen Tag auf die Beine helfe. Ganz böser Witz. Och, Mensch. Wo bist du, Moffi? Moffi? Wo ist das Viech? Moffi? Das Moffi! Das Moffi, ja. Incoming! Ey, du ziehst immer relativ viel Leben ab für dein Feld. Also glaub mir, das ist viel, was wir gerade abziehen. Autsch. Feuere notfalls deinen Vogel ab. Irgendwie der Vogel erreicht das Viech nicht. Ja, eben, der ist so überleben. Weil falls ihr einen obwohl doch nicht, die haben ja den Spawnpoint. Bei Normalfall, ja, müssen wir irgendwie spawnen zu weit hinten. Und der ist meistens dadurch wieder am Vollgesundheit. Und so weiter. Oh, nein. 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 Zum Glück habe ich eine SMG, weil mit meinen Snipern würde ich hier wahrscheinlich nicht viel reißen. Gott sei Dank, ja, gibt's die Pumpkammer. Autsch. War ja klar. Und ich kann das Viech nicht abschneiden. Ich gehe schon von dem Viech und... Au, nein, 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 nein. So. Eine Pause. Danke sehr. Ich versuche aber ein bisschen noch... Nein, oh verdammt. Aber das Viech, ich sag ja, die Brücke ist überlebensnotwendig. Und darum war das Feuer auch notwendig, leider, da ansonsten, naja, ein bisschen schwer wäre. Achtung, Feuerbälle. Müssen seine Eier abfeuern. Nein, sie lange genug überlebt. Was? Der Herr. Also der andere ist lächerlich. Ja, die Feuerbälle machen zu viel Schaden. Ich bin der Einzige, der hier nicht stirbt. Ja, du hast auch ein Überschild. Nö. Nur weil ich 504 habe? Ja. Wo gemerkt, ich habe 600. Wie viel? 655 eigentlich. Was? Ich hab nicht mal 400. Hat sich jetzt Skill, der deine Schildstärke gemacht hat, wieder auch verdoppelt, auch ein Viertel erhöht? Ja. Ich hab nicht mal 400 Schild. Ja, wir haben aber auch Skill. Der hat mir noch zusätzlich erhöht. Autsch. Es laggt. Das laggt nicht. Bei mir meine ich wegen, Bumm. Und Bumm. Und selbst auch wegen Bumm. Okay, endlich auf euch. Gut. Und wie auf mich. Irgendwie macht jeder Schuss nur so 10 Schaden oder so. Es ist Mordfuck, er ist 25. Je höher der Level, desto mehr weniger Schaden macht man. Je niedriger der Level, desto mehr Schaden macht man. Mhm. Und das Problem ist, wir hätten eigentlich 22. Hätten wir ja, bevor ein bisschen gefarmt. Und da ist er noch auf Ausrufezeichen, sprich, er kriegt wenig Schaden. Sehr wenig Schaden. Und ich kann nicht totkloppen, das ist das Frustrierende.
Ich will den Tod kloppen. Obwohl, wenn ich letztens nicht genug Skill hätte, dann könnte ich theoretisch hochfliegen. Praktisch gesehen nicht. Oh, außer auf Wolkenburg. Also Vorsicht, wenn er zu wenig Leben hat, aufpassen, wo er landet, denn wir wollen ja nicht, dass er irgendwo landet, wo er ihn nicht mehr looten kann. Versteht? Mhm. Und zwar jetzt zum Beispiel wäre optimal. Wir verletzen gerade schwer genug. Müsste ich abgeben, das Viech. Geimer, Facka. Er ist tot. Und der Loot! Hab ihn! In der Luft! Mein. Was war's? Wolver. Ich hab auch einen. Ich hab einen in der Luft erwischt. Jetzt glaube ich die wir haben jetzt die Shotgun genommen. Ich bräuchte vielleicht welche. Ich hab nicht gerade nur noch so 50 Schuss von 130. Alles nur an dem Viech verbrezelt. Ich habe keine Shotgun-Muni aufgesammelt, weil ich keine Shotgun verbraucht habe. Erwischt. Ich hab's auch nicht aufgenommen. Was haben wir noch hier? Nichts mehr, nur noch eben zurück. Wir essen mal in einer Zwetzdomine. Zwetzdomine? Ja, würde ich es auch sagen. Parken, Karte. Wow, leck. Meine Aussage dazu. Das schreit ja geradezu danach. Vergewaltigung! Fuck. Lecker Idee. Wir haben schon durch 21:08. Jo. Border. Viel zu lange. Komm, zeig, was du kannst. Du glotzt Flatwing an. Jetzt glotzt du ihn an. Ich krass, nur ein XP. Was zur Hölle? Wir sind OP, was denkst du denn? So, jetzt habe ich Muni. Rambo in Action. SMG Muni. Boom. Wo ist der Psycho? Ich mach 190 Schaden an den Kerl. Pack dir ein Eis. Ich fiste ihn. Ohne ein Crit natürlich. Für die Leute nehme ich nur meinen Revo. Brauche ich keine Muni. Kein Muni-Verbrauch. Geile Sache, wa? Und durch Schilde durchschießen. Ist auch eine geile Sache. Nukularkörper. Ich könnte sogar theoretisch das Magazin hier gerade von meinem Raketenwerfer sechsfachen. Er hat nur einen Schuss momentan drauf und ich könnte es auf 6 erhöhen. Aua. Durch Schwertransport. Plus 5 Launcher-Magazingröße, was aber ein bisschen merkwürdig ist. Er stoppt es rein. Und wir brauchen hier gerade Skill. Hier brauchen wir deinen Skill wieder. Yay! Zum Glück habe ich diesmal eine noch bessere Sniper. Skill. Ja, den Typ da unten hinten wegsnipern. Ich geh rein.
durchmetzeln! Ich treffe und treffe den Typ nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Danke. Hab Spaß mit dem Geschütz. Hab ich jetzt schon. Psycho, da geht es. Lol. Wo ist denn das Psycho hin? Der knallharte Schläger braucht eine Weile, glaube ich. Wer schießt? Ach, du schießt. Ach, die Psycho ist zu doof, um die Treppe zu nutzen. Oh, ein Badass. Hilfe. Was, du bist Badass? Ein Badass Schläger. Der braucht eine Weile, um Weltkrieg zu werden. Ich falle hier nur auf den Schläger drauf. Welcher Vollhorst hat hier gerade eine Granate auf mich geworfen? Ich glaube, hier ganze Zeit nur auf den Schläger drauf. Ich bin eine Krise. Kein Witz, ich bin da nur auf den Kerl drauf. Und er ist weg. Hallo Psycho. Und die will ich mit ein paar Schüssen weg. Wie? Und der Psycho spackt ja ein bisschen ab mit der Granate. Und bumm. Einfach nur hier durchrushen, ey. Das Ding vibriert. Der weltgrößte Vibrator. Dann legst du dir in den Schoß und freu dich darüber. Hallo, guck mal, was ich mache. Sieh dir mal diese Drohne von der Seite an. Oh Gott. Honey, guck dir mal das von der Seite an. What the fuck? Das ist super wert. Was hat die gerade so viel Schaden gemacht, Chris? Schläger? Keine Ahnung. Kiste! Wo? Auf Schienen. Ja, du kannst ganz toll schreien. Ich bin Berserker-Modus, da kann ich nichts anderes. Oh Gott, nur zwei wird's auch schlimmer. Oder weniger schlimm, je nachdem. Da in Teil 2 gibt's den Gunsirker. Der kann so denn in seinem Modus zwei Waffen gleichzeitig halten? Wie nicht nur das, er hat Munitionsregeneration, erhöhte Feuerraten, erhöht Nachladeraten, etc. Ich finde find den Sniper im zweiten Teil cool. I won't tell a word. Ich sage ja, einfach gar nicht. Ich lache ziemlich scheiße an. Der Sniper aus Teil 2, er sagt einfach mal gar nichts. Du meinst den Assassinen? Genau. Assassino, Assassino. Nicht Assassino, der Kerl heißt Zero. Ja, aber er ist ein Assassino. Aber jetzt platziert? Wie kommen wir da hoch? Wo müssen wir eigentlich mit den die Zünder hin tun? Auf dem Rohr. Auf den Rohr? Wie kommen wir da hin? Also kurz den Weg folgen, dann finden wir vielleicht die Möglichkeit. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, das war's dann auch so mit dem Quest erstmal heute, oder? Weil sonst wird's zeitlich erst knäpplich. Knäpplich? 22 Uhr. Da bin ich offiziell nicht mehr erreichbar. Erst hört ihr mich nicht mehr, dann bin ich komplett vom Internet abgekackt. Okay. Fritzenbock zum Sieg. Nee, dann machen wir die Mission noch fertig, geben die restlichen dann ab und dann war's das. Ja, das ist so viel eigentlich schon leider, was wir erreicht haben. Vor allem haben wir die beste Farming-Ebene überhaupt entdeckt. Ich sag nur 5 Kisten. Oder? Er geht erstmal durch New Haven. Verkauft, macht da so ein Shopping.
geh dann wieder kurz nur zu Lucky, mach dort und geh wieder zurück. Immer wieder, immer wieder, damit wir noch schlimmer farmen.